wurde aus einem Sportgeschäft geschmissen. Ich war einen Tag in Leipzig und musste feststellen. Ich habe einfach meinen Ball zu Hause vergessen. Ich bin gerade mega im Stress, aber ich brauche jetzt unbedingt noch einen Ball schnell. Ich wollte nämlich unbedingt Tricks vor dem Stadion von RB Leipzig aufnehmen. Ich glaube, da vorne war ein Sportfeld. Aber ich hatte leider überhaupt nicht mehr viel Zeit. Das kann ich gar nicht mehr. Im Laden angekommen, musste ich mich erst einmal kurz orientieren. Und die Fußballabteilung war natürlich die Treppen hoch. Nachdem ich mir alle Bälle angeguckt habe, habe ich mich dazu entschieden, einen Miniball zu nehmen, weil der auf Reisen viel leichter zu transportieren ist. Aber ich wusste nicht genau, welchen ich nehmen soll. Keine Ahnung, was ich hier für einen Anfall hatte. Kannst du die jonglieren? Ich hatte keine Ahnung, wie ich die Bälle jonglieren soll, weil ich das bisher nur mit kleineren Bällen gemacht habe. Aber der erste Versuch war so gut, dass ich es direkt nochmal probiert habe. Hätte echt nicht gedacht, dass es so gut klappt. Aber dann ist mir ein Ball runtergefallen und die Verkäuferin hat mich mega böse angeguckt. Ich habe mich dann auf jeden Fall für den Bundesliga-Ball entschieden. Die Zeit ist mir davongelaufen, aber ich musste unbedingt noch schnell was essen. Sieht geil aus, seid ehrlich. Ich hab grad News bekommen. Ich muss noch früher da sein, als ich dachte. Ich parke das nicht mehr zum Stadion. Ich hab's leider ehrlich nicht mehr geschafft, was mich richtig traurig gemacht hat. Aber hey, der Tag war cool und...